Der Seat Leon will in seiner Familie, im VW-Clan, der Kompakte sein, der ein bisschen jünger, ein bisschen cooler, ein bisschen sportlicher ist. Und ganz ehrlich, so war das auch in der Vergangenheit. Die große Frage, die wir heute zusammen in unserem Review klären wollen, ist, wird das auch in Zukunft so sein? Und die gute Nachricht zuerst, wir sind eine der ersten Medien deutschlandweit, die dieses Auto Probe fahren dürfen und euch eben vorstellen. Die schlechte Nachricht beim Schreiben der Einleitung habe ich mir so überlegt, scheiße. Bin ich vielleicht ein Berufsjugendlicher? Ist dieses Credo der ewigen Jugend irgendwie schwierig? Ich war neulich bei einem Fanta 4-Konzert und ja, scheiße, ne? Ich war früher Riesenfan, die sind auch Seat-Markenbotschafter, tut mir leid, aber Thomas D. mit über 50 in Bomberjacke, Trivals, komisch rappen zu sehen, tut mir irgendwie ein bisschen weh. Was mir gar nicht weh tut, ist unser heutiges Testobjekt, nämlich der Seat Leon in der vierten Generation. Hier steht er in tatsächlich sportlicher FR-Line mit 1,5 ETSI-Motor, 150 PS, Mild-Hybridisierung, DSG. Ja, und was der drauf hat, wollen wir mal schauen heute. Vielleicht so viel vorweg, der ist wirklich sportlicher als der Golf und für mich war der und ist der auch schon immer der schönere Golf. Mehr will ich gar nicht verraten. Vielleicht euch jetzt erstmal, was wir heute zusammen machen. Wir werden uns den Außen anschauen, wir werden hinten vorne reinspringen, Kofferraum anschauen. Wir werden natürlich fahren. Ich werde euch den preislich im Wettbewerbsumfeld einordnen, Fazit machen und alles immer ja mit der Brille auf die Betrachtung von Skoda Octavia oder Golf 8 oder generell den Wettbewerbern. Übrigens gelandet seid ihr bei www.dem-autotester, eurem Autotester des Vertrauens, falls ich irgendwann mal nicht mehr cool oder bin oder zum Berufsjugendlichen verkomme. Schreibt mir das in die Kommentare, dann mache ich vielleicht ein Karriereende. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube, auf TikTok inzwischen. Mein Gott, sind wir modern. Ansonsten auf dem Online-Magazin www.der-autotester. Und dann geht's jetzt auch wirklich los mit unserem Review und erstmal will ich beginnen mit der Historie von dem Auto. Und ja, natürlich hat Seat nicht einfach, ne? Denn die sind als spanische Marke im VW-Konzern in diesem Clan eingegliedert und die haben immer gesagt, lauf Seat, lauf, mach uns reich. Ja, und ehrlicherweise kann man die so ein bisschen ja, mit dem Miri oder dem Apu Chaka Clan in Berlin vergleichen, nur sind sie halt eben nicht kriminell, schicken Seat jetzt auch nicht irgendwie zum Gras ticken auf die Straße, sagen nicht Seat überfallt mal ein Juwelier. Alles was sie machen ist zum Beispiel bei unserem Leon zu sagen, ja, Seat, also wir haben ja unseren Golf 8 und ihr müsst dieses Auto eigentlich nur jünger, cooler, sportlicher, ähnlich gut verarbeitet hinbekommen zu einem niedrigeren Preis. Das ist eine ganz schön taffe Aufgabe, würde ich mal sagen. Und wir werden heute klären, ob Seat das hinbekommen hat. Und dann geht es natürlich auch um die Positionierung in der Familie, gerade wenn die so groß ist. Aber warum erzähle ich euch das? Zum einen vielleicht, um mir einen Therapeuten zu sparen. Nein, Quatsch, es geht gar nicht um mich, sondern es geht um Seat. Und da habe ich euch gesagt, ist das hier die sportliche Alternative. Aber die Familie ist hier ähnlich groß wie der Miri-Clan, kann man inzwischen schon wirklich sagen. Denn was haben wir? Wir haben hier den MQB Evo, also die Evolutionsstufe des modularen Querbaukasten. Und auf dem wohnt im Konzern relativ vieles. Und in der Kompaktklasse wohnt da der Golf 8, den wir euch vorgestellt haben, im Studio,
in Porto wohnt der Skoda Octavia, der morgen übrigens zu uns kommt, wohnt der Audi A3, den wir euch natürlich in Ingolstadt gezeigt haben, und jetzt eben der Leon. Und das hier ist jetzt die Antwort, was Seat da draus gemacht hat. Optisch könnt ihr das ja vielleicht schon mal ein bisschen beurteilen, was ihr davon haltet. Aber es gibt natürlich, auch wenn wir aus deutscher Sicht immer so ein bisschen die deutsche Brille auf haben, nicht nur deutsche Wettbewerber, sondern auch extern, haben wir den Toyota Corolla sehr erfolgreich. Ja, was haben wir? Wir haben den Opel Astra, wir haben den Mazda 3, wir haben den Ford Focus. Mein Gott, ich könnte ewig so weitermachen. Jeder Wettbewerber hat was in diesem Segment natürlich. Den Leon hier, den gibt es seit 1999. Der ist jetzt in vierter Generation. Die Generation vorher haben sich 2 Millionen Mal verkauft. Die direkt vorher hat sich 1 Million Mal verkauft. Den Namen hat er aus einer spanischen Provinzhauptstadt, Leon eben. Ja, so viel eigentlich. Muss man erstmal zur Einleitung wissen. Was wir jetzt machen, ist uns mit der Optik beschäftigen. Und dann gibt es ein Rot erstmal hier drauf, was kein Aufpreis kostet. Das ist nicht das hier, das ist das Passion Rot für, ich glaube, 900 Euro. Ist die teuerste Lackierung, eine Metallic-Lackierung, aber die ist auch wunderschön eingedicht. Und bevor man sich jetzt mit den Details beschäftigt, erstmal, ja, dieses Auto ist selbstredend gewachsen. So ist es in der Kompaktklasse relativ üblich. Der ist jetzt 4,37 Meter lang und damit 9 cm länger als der Vorgänger. Der Kombi davon ist 4,64 Meter lang und auch 9 cm länger als der Vorgänger. Ja, und das ist interessant, ne? Denn den Dreitürer gibt es hier nicht mehr. Es gibt nur noch den Fünftürer und die Kombi-Variante. So, und jetzt bleibt ihr mal hier. Ich komme zu euch und wir schauen diesem Auto ins Gesicht. Und was fällt euch auf als Profis? Ja, der ähnelt ganz schön dem kommenden Cupra Formentor und dem Seat Tarraco, den wir euch auf unserem Kanal auch vorgestellt haben. Warum? Erstmal merkt man, die A-Säule ist ein Stück nach hinten gewandert, die Schnauze ist sehr lang und dann haben wir jetzt ein typisches Seat-Familiengesicht, was sehr schön ist aus meiner Sicht, denn ja, wenn man jetzt in der Adams-Familie irgendwie untergegliedert ist, ist es natürlich schlecht, dann ist man natürlich dieser Typ mit den Schrauben im Kopf oder das eiskalte Händchen, aber bei Seat ist es anders, denn ja, die Autos sind sehr schön und hier haben wir also einen sechseckigen Kühlergrill hier vorne, es ist die sportliche FR-Line drauf, Seat-Zeichen hier groß klar designt, hier so eine schwarze Lippe, hier so ein Inlay, hier unten die Leuchte und hier ist dann die große Leuchte drauf, wenn ihr das Auto von vorne anschaut. Wirklich sehr schön. Die kostet, glaube ich, 940 Euro Aufpreis. Voll-LED-Licht. LED ist auch serienmäßig hier drauf. Ja, Reference, Style, Excellence und FR-Line sind die Ausstattungsvarianten. Von vorne finde ich den mega gelungen. Und es geht natürlich immer so ein bisschen drum, wie sieht er aus im Vergleich zum Golf? Lasst mir da eure Meinung auch gern dazu da. Das ist oft ein Auto gewesen für die Leute, denen der Golf zu langweilig war oder der Octavia so ein bisschen zu nüchtern. Ja, und jetzt sind wir hier im Profil und das Auto ist 1,80 Meter breit und damit 2 cm schmaler geworden, was man überhaupt nicht sieht. Lustigerweise, es ist 1,44 Meter hoch. Und dann kommen wir zum Radstand. Und das ist ganz wichtig, der ist 2,69 Meter, dieser Radstand. Und das ist 5 cm mehr als beim Vorgänger und 5 cm mehr als beim VW Golf. Davon soll der Platz auf der Rückbank profitieren. Dazu kommen wir später. Und jetzt ist wichtig, das Dynamic-Paket ist hier drauf. Das heißt, wir haben eine Progressivlenkung da vorne und wir haben das DCC, das ist ein adaptives Fahrwerk, dessen Härtegrad man verstellen kann. Hier sind jetzt 18 Zöller drauf. Die sind optional. 15 bis 17 Zoll sind serienmäßig, beziehungsweise 15 bis 18 Zoll gibt es. 17 Zoll ist in der FR-Line serienmäßig. Ich finde, das ist ein mega geile Felge. Sage ich jetzt mal, Seat, richtig gut gemacht. Den Sportlichkeitsjob habt ihr erledigt. Dunkles Chrom hier in den Spiegelkappen erinnert ein bisschen an die Audi S-Line. Nur noch schöner, wie ich finde. Ja, und wenn er dieses Auto jetzt anschaut, diese schlanke, schöne, ein bisschen gestreckte Linie, hinten abgedunkelte Scheiben, die A-Säule ein bisschen nach hinten versetzt, lange Schnauze, habe ich euch gesagt, ist das schon wirklich sehr schön. Aber in der Kompaktklasse werden alle Autos größer. Ich habe gesagt, 5 cm mehr Platz hinten. Uns interessiert also, passt der dicke Mann, der dicke berufsjugendliche Mann hier auf die Rückbank? Schauen wir uns das mal an. Ich rutsche durch und ihr seht schon, wie gut ich durchkomme. Und jetzt schaut mal, wie viel Platz ich für die Knie habe. Kein Panorama oder Glasdach hier drin, wie viel Platz ich für den Kopf habe. Das ist schon phänomenal. Und dann geht es hier um die Verarbeitung. Zwei USB-Stecker, USB-C-Stecker da hinten, die kleinen, die modernen.
Cupholder hier. Wir haben auch eine Durchreiche für die Ski hier hinten drin. Wird alle Skifreaks richtig freuen. Schaut euch dieses sportliche Mesh-Material in der Sitzfläche an. Das Leder hier außen, die Verarbeitung, der dunkle Himmel. Mega. Ich würde sagen, Seat, da habt ihr euren Job gut gemacht. Wenn ihr mal hier in die Tür schaut, natürlich haben wir auch ein bisschen Hartplastik. Das ist so im Konzern, die VW-Konzernleute wollen halt ein bisschen Geld verdienen, genauso wie alle anderen. Das macht keinen Kompaktklassenwettbewerber besser. Und ich bin so ein bisschen leid, dieses ganze VW-Bashing, das kotzt mich irgendwie an. Vor allem, wenn man dieses Auto jetzt hier von hinten anschaut, seht ihr jetzt hier das Infinity oder Infinite Light. Das ist hier ein durchgängiges Lichtband, was krasses. Ich habe euch den Tarraco vorgestellt, der hat hier nur einen Reflektor und das ist auch erst ab den höheren Ausstattungsvarianten bzw. in Verbindung mit dem Voll-LED-Licht vorne erhältlich. Ich zeige es euch jetzt mal, wir haben hinten auch durchwischende Blinker dann. Seht ihr hier schön, vorne haben wir die nicht, schneide ich euch drüber, und anklappende Außenspiegel. Sehr, sehr schön, sehr, sehr modern. Und gerade das Heck ist für mich deutlich die Schokoladenseite vom Auto. Erinnert auch so ein bisschen an den Mazda 3, der ja wahnsinnig schön ist. Hier hinten so ein Dachkanten-Spoiler. Ja, mega schön. Hier Leon steht drauf in so einem geschriebenen Schriftzug. So schön habe ich leider nie geschrieben. FR-Line ist hier. Und dann eine Sache, und da kann man wirklich vielleicht ein bisschen VW-Bashing machen, sind die Auspuff-Endrohre. Da hat man im Konzern nicht so viel gelernt. Hier unten erstmal schön dieses Abgesetzte. Aber das sind zwar sehr schöne und man erkennt es nicht auf den Anhieb, aber das sind Fake-Endrohre. Da unten ist das echte Endrohr. Ja, und dann habe ich mit Seat telefoniert und die haben gesagt, ja, wenn du echte willst, wartest du halt auf die Cupra-Modelle. Habe ich verstanden, okay, dann ist es halt so. Lasst mir echt gern eure Meinung zur Optik da. Ich finde die extrem gelungen hier bei diesem Auto. Ja, kommen wir zum Kofferraum. Mir ist eben jemand durchgefahren, die haben gefragt, zu Verkauferauto? Nein, ist es nicht, ist nagelneu und sehr, wäre auch richtig wütend. Ich bin jetzt dafür da, mit euch über den Kofferraum zu sprechen. Und das ist interessant, der ist 380 Liter groß bis 1300 Liter. Ui. Wenn man die Rückbank umklappt, das mache ich jetzt hier einfach mal. Und da seht ihr schon riesig viel Platz. Wir können auch hier diese Auflage wegmachen und dann kann man da drin ja, vielleicht sogar schlafen, wenn man unbedingt will. Interessant ist, das ist mehr als der Golf hat bei umgeklappter Rückbank, soweit ich weiß. Und dann geht es darum, ich glaube, die Kombi-Version hat 617 Liter bei aufgestellter Rückbank. Das sind, glaube ich, 30 Liter mehr als beim Vorgänger. Während der Octavia-Kombi 610 Liter hat, soweit ich weiß. Ja, und dann hier den Ladeboden können wir hier öffnen. Da ist ein Reserverad drin. Das ist sehr flexibel, sehr praktisch. Und da frage ich mich, ja, Seat, ihr seid sportlich positioniert, seid aber im Gegensatz fast noch ein bisschen praktischer als der Golf. Dieses Auto, habe ich euch gesagt, gibt es ja auch noch als Kombi. Schon interessant. Aber jetzt ist mein Job und jetzt wird es für mich noch komplizierter, als mir die Motordaten zu merken. Was haben wir für Antriebe hier drin? Und da war ich beim Golf 8 schon im Studio eine Stunde davor gesessen, habe das auswendig gelernt. In Porto musste ich es nochmal lernen und das, obwohl ich ein Outdoor-Freak bin. Wir haben auch hier wie beim Golf 8 keine hydraulischen Hubarme. Müssen wir dann noch hier machen. Ich glaube, der Octavia hat die. Das werden wir dann in einem unserer nächsten Videos sehen. Und jetzt mal vorweg, was haben wir hier drin alles? Das ist nämlich ganz schön viel. Wir haben Benziner, wir haben Diesel, wir haben eine Mild-Hybridisierung, wir haben Plug-in-Hybride und wir haben eine Erdgas-Variante. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich fange jetzt also mal Stück für Stück an. Beginnen tun wir bei einem 1 Liter TSI, also einem 1 Liter Benzinmotor mit 3 Zylinder, den gibt es mit 90 oder 110 PS. Die 110 PS Variante gibt es als ETSI, dann mit einem 48 Volt Bordnetz, einer Mildhybridisierung, Riemenstartergenerator und DSG. Zusätzlich gibt es dann einen 1,5 TSI mit 130 oder 150 PS. Die stärkere Variante gibt es dann wieder mit der Mild-Hybridisierung, wie sie hier steht, und DSG. Und dann haben wir eine Sache, die es nicht im Golf gibt, nämlich einen 2 Liter TSI-Motor, also Benziner mit 190 PS. Ganz interessant, dass es den bei Seat gibt, im Golf nicht. Und dann spricht man vielleicht kurz über die Diesel. Da habe ich gelesen, es sind 3 angekündigt. Ich glaube, es werden 2 kommen. Das sind 115 PS Diesel, ein 2 Liter. Den gibt es noch nicht im Konfigurator. Es gibt den 150 PS Diesel im Konfigurator aktuell schon. Und dann bin ich mal gespannt, ob noch einer kommt. Ich glaube ehrlicherweise nicht. Ja,
Und dann wird sehr spannend. Eine 130 PS Erdgas-Variante gibt es. Die hat, glaube ich, 440 Kilometer Reichweite dann insgesamt. Auf dem 1,4 TSI Benziner beruht die, soweit ich weiß. Und dann spricht man natürlich über die Plug-in-Hybride, die ja gerade jeder will. Da gibt es eine 204 PS Variante. Dann, die kommt noch, die gibt es auch noch nicht im Konfigurator, mit 60 Kilometer Reichweite. Genau natürlich wie im Golf. Das ist analog zueinander. Will man die 245 PS Plug-in-Hybrid-Variante, muss man auf die Cupra-Version warten. Apropos Cupra, ich weiß, da draußen gibt es mehr Fans von Cupra wahrscheinlich als von Fanta 4. Da wird es eben 245 PS Plug-in geben, 245 rein elektrisch, 245 mit Verbrenner, 300 mit Verbrenner und 310 in der ST-Variante, dann wahrscheinlich wieder mit Allrad und Verbrenner. Nagelt mich allerdings nicht darauf fest. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Verbrenner-Version. Ich hoffe, ihr habt den Motor gesehen. Und was ich eigentlich fast vergessen habe bei diesem Auto, ist euch jetzt die Leistungsdaten von der Möhre hier zu erzählen. Denn die sind ganz schön gut. Ne? Wir haben hier ein Gewicht von 1361 Kilogramm. Wir haben 150 PS hier drin. Angetrieben ist er über die Front mit einem 7-Gang-DSG hier drin. Ja, und dann beschleunigt dieses Auto in 8,4 Sekunden auf 100, hat 250 Newtonmeter maximales Drehmoment, wird 211 km/h schnell und einen sehr guten Normverbrauch von 4,9 Liter. Euch interessiert aber, wie funktioniert das alles und wie fährt das sich? Das erzähle ich euch, nachdem ich euch erzählt habe, was diesen Innenraum da drin ausmacht. Denn das ist echt eine ganze Menge. Ich finde den sehr, sehr spannend. Und dann verspreche ich euch, wird auf meiner Performance-Strecke ein bisschen geballert. Kommt mit. Ballare della Interiore. Sprechen wir über den Innenraum jetzt mal. Und erstmal habe ich euch ja den neuen Golf schon vorgestellt. Auch im Studio extra Innenraum-Video gemacht. Dann kommt man hier rein und denkt, erstmal sehr ähnlich und im zweiten Moment denkt man, Alter, sieht so ein bisschen aus wie in einem Lambo, wie geil ist denn das? Und dafür stehe ich. Schaut man sich jetzt mal hier drin um, dann ist es alles sehr aufgeräumt, sehr übersichtlich. Wir haben eine sehr große Fahrerorientierung und wir haben natürlich dieses Golf-Phänomen. Das heißt, wir müssen nicht viel verstellen am Lenkrad oder an den Sitzen. Dieses Auto scheint einfach zu passen und wenn man sich dann im zweiten Moment umschaut, dann fällt einem auf, hier sind ja kaum Knöpfe drin. Wo sind denn die alle hin? Hier sind selbst weniger Knöpfe als im neuen Golf. Hier diese Schnellwahltasten um den Warnblinker sind nicht da. Aber jetzt machen wir es mal Stück für Stück. Ne? Erstmal die Sitze, die habe ich euch hinten schon gezeigt. Hier so Mesh in der Sitzfläche. Ich glaube, es ist Kunstleder außen. Eine rote oder orangefarbene Naht. Die sind mega geil, sehr bequem, geben guten Seitenhalt. Sehr schick, wirklich. Ich sitze hier sehr gut drauf, sportlich und langstreckentauglich. Finde ich gut. Wir haben einen dunklen Himmel, was ich ja persönlich immer lieb. Hier vorne haben wir so eine LED-Leuchte, die berührungsempfindlich ist und dimmbar ist, wie beim neuen Golf. Finde ich mega nice. Auch wenn man das ja nicht so oft sagen soll. Sonst ist man berufsjugendlich. Ja, und dann ist eine Sache, die Thomas D. natürlich freuen wird, genauso wie die ewig gestrigen, mich allerdings nicht. Wir haben serienmäßig hier drin ja noch analoge Instrumente. Optional gibt es die digital oder in unserer FR-Ausstattungsvariante sind die auch schon drin. Hier vorne 10,25 Zoll Infotainment. Jetzt schaut es euch mal an. Große Tuben links für die Drehzahl, rechts für die Geschwindigkeit. In der Mitte haben wir noch einen frei konfigurierten Platz, das können wir machen. Wir können uns das hier so anzeigen lassen, die Navikarte hier in die Mitte, diese Anzeige hier oder eben wieder die Tuben, das ist mega schön. Dann habe ich hier den Knopf, wo ich dann in die linke Tube kann und mir hier den Verbrauch anzeigen lassen kann, den Tankfüllstand und das gleiche können wir dann auch in der Mitte machen, zum Beispiel hier mit der Karte, mit dem Bordcomputer oder rechts, dann mit allen möglichen Parametern, man kann es auch einfach leer lassen. Das funktioniert dann auch natürlich hier mit den großen Sachen, kann man sich die Assistenten anzeigen lassen, kann dann auch auf links schalten oder ganz rechts sich das anzeigen lassen. Mega flexibles, konnektives System. Wir haben hier drin dann auch Apple CarPlay.
Ladekabel der Android Auto nicht nur über den Stecker, über die zwei USB-C-Buchsen da vorne drin verbindbar, sondern auch over the air, was wichtig ist. Und da kommen wir eigentlich auch schon hier ja, zu einer Sache, auf die der ganze VW-Konzern stolz ist. Den MIB, den modularen Infotainment-Baukasten, der neu auch im Golf gekommen ist. Und Seat hat hier in beiden Modulen eben so eine eigene Grafik drauf, was ich sehr, sehr spannend finde. Ne? Hier haben wir die Übersicht Navigation, Radio, Meten, Fahrzeug. Für die, wo jetzt sagen, ah, das ist mir aber ein bisschen zu viel, haben wir hier auch so eine Short-War-Liste, wo wir die für uns wichtigsten Dinge frei konfigurierbar hier drauf machen können. Finde ich mega geil, finde ich mega gut, weil ich finde immer, ja, die Aufgabe dieser Systeme ist nicht, dass sie viel können primär, sondern dass sie auch viel können und während der Fahrt bedienbar sind, was ich gut finde. Und deswegen ein Kritikpunkt, ich hätte mir noch so einen Drehdrücksteller gewünscht hier fürs lauter leiser machen, am besten beleuchtet. Hier müssen wir das so machen. Über die Fläche hier können wir dann auch die Klima steuern oder die Sitzheizung, glaube ich, funktioniert dann irgendwie mit zwei Fingern. Ansonsten ist es hier oben die Klimasteuerung, haben wir dann hier unten eben nochmal die Short-War-List für die Navi-Karte, die hier groß ist, für die Einstellung, für den Nutzer. Hier kommt man dann immer wieder zurück, was ich sehr spannend finde. Hier haben wir eine Privatsphäre-Einstellung, ähnlich wie bei unserem Browser. Wenn wir Porno schauen zu Hause, können wir hier Privatsphäre einstellen. Heißt, fahre ich zu meiner zweiten Freundin und die erste soll nichts davon wissen, was ich natürlich nie mache, weil ich bin ja erwachsen. Dann kann man das hier einstellen und ansonsten sehr praktisch hier fürs Auto. Fahrassistenten, Traktionskontrolle an, Lane Assist an, ACC ist hier, Parkassistent, ja, ein Parkassistent, Einparkhilfe und Kameras sind ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen zeige ich euch jetzt mal die Rückfahrkamera. Hier ist sie. Die ist optional. Jetzt stellen wir hier auf P. Der Motor ist auch an. Drive-Profile ist übrigens ganz spannend. Eco, Komfort, Normal, Sport und Individual. Warum erzähle ich euch das? Wir haben das DCC, also das adaptive Fahrwerk hier drin und das lässt sich verstellen in ja, ganz vielen Stufen. Das ist sehr neu im VW-Konzern, sehr schön und ich würde auf dieses adaptive Fahrwerk nicht verzichten wollen. Lenkung können wir verstellen von Normal zu Sport, den Antrieb von Normalsport zu Eco, das ACC, also den Abstandsregeltempomat können wir verstellen. Selbst die Klimatisierung können wir verstellen. Dieses System ist toll. Wie toll ist, zeige ich euch an einer kleinen Sache. Hola, hola. Wie kann ich helfen? Mir ist warm. Gern. Vorne links wird es gleich kühler. Wie geil ist das? Ich kann über Sprachsteuerung oder über den Knopf hier am Lenkrad dieses System wecken. Dann geht's an und dann kann ich dem auch sagen, wie meine Gefühle sind und es reagiert drauf. Das ist ja praktisch. Ja, das machen die meisten Ehefrauen oder Ehemänner schlechter. Und wenn man das sich jetzt mal anschaut mit den Materialien hier, mit dem Plastik, aber das ist toll verarbeitet, mit den Lüftungsdüsen, die man so schließen kann, mit dem gebürsteten Chrom hier ist das toll. Wir haben hier eine Armauflage, auch im Handschuhfach, da vorne die induktive Ladefläche ist toll. In den Türen haben wir Platz. Hier haben wir nochmal Platz. Da ist sogar so ein Handy dabei, das uns Seat reingelegt hat, weil die so stolz auf die Konnektivität sind. Da kann man tausend Sachen machen. Was uns bekannt vorkommt, neben allem hier ist natürlich hier die Steuerung fürs Licht hier außen berührungsempfindlich. Auch hier allein die Öffnenmechanismen der Türen sind toll. Die kantigen Armauflagen, das FR-Lenkrad hier drin in der Verbindung mit dem dunklen Himmel, den ich euch erzählt habe, richtig gut. Und dann haben wir hier drin eine Ambientebeleuchtung zum Beispiel. Die kann man in tausenden Farben einstellen hier drin, was ich sehr spannend finde. Ich glaube, das funktioniert hier bei Ambientebeleuchtung. Kann man warm, kalt. Dieses System warnt einen, wenn jemand von hinten angelaufen kommt. Dieses System agiert auch mit dem toten Winkelwarner. Ambiente Inneneinstellung, Außeneinstellung, mega tolles System. Ich verquatsch mich. Was wir jetzt machen ist, ja, kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Reviews, dem Fahren, und schaut euch mal an diesen schönen Schlüssel. Der das Auto gebracht hat, hat mir den in die Hand gedrückt, der passt hier auch schön rein und hat gesagt, ja, ein mega Schlüssel. Ich habe gesagt, ja, Alter, mega Schlüssel. Hier machen wir dieses Auto an und hier unten seht ihr schon den Quickshifter, genauso wie die Leuchten da außen, die jetzt anspringen. Und das ist halt mega schön, das ist zwar so ein kleiner Stummel, aber der ist immer verbunden mit dem DSG und richtig schön. So fahren wir jetzt los, elektrische Handbremse, und was ihr schon seht, ist,
dieses Auto scheint mega gut zu passen. Ich habe eine tolle Sitzposition hier drin. Ja, und dann ist natürlich eine Frage, was haben wir hier für einen Antrieb drin? Erstmal hier drin ist der 1,5 Liter E-TSI. Das ist ein 150 PS Benziner, der in Verbindung mit einem 48 Volt Bordnetz und einem Riemenstarter-Generator für eine Mildhybridisierung sorgt. Aber was ist das eigentlich? Na, wenn wir bremsen, dann rekuperiert dieses System in einen kleinen Akku und beim Anfahren oder beim Überholen in der Stadt hilft uns das dann für so einen kleinen Boost. Und dann habe ich euch gesagt, 250 Newtonmeter, das Auto wiegt 1361 Kilo, beschleunigen 8,4 Sekunden auf 100, wir beschleunigen mal durch. Ja, das ist ganz nett. Und diesen Boost, den merkt man hier drin deutlich beim Anfahren. 8,4 Sekunden klingt nicht wirklich so viel, aber durch den Boost haben wir halt eben ein sehr gutes Gefühl am Gas. Und was jetzt interessant ist, ich habe ja den großen Vergleich aufgemacht, ist auch ein bisschen schwierig jetzt für mich, ist er sportlicher als der Golf? Und ich finde, er sieht sportlicher aus. Aber jetzt ist natürlich auch eine Frage, liegt er auch sportlicher auf der Straße? Das 7-Gang DSG hier drin wirkt manchmal so ein bisschen ruppig, aber meistens ist das natürlich so, wie man das von VW kennt, nahezu perfekt. Die Pedal am Lenkrad benutze ich sowieso immer. Wenn man ihn dann hochtürig fährt, kann man richtig Spaß haben. In der Kurve ist dieses Auto mega rund abgestimmt und fragt mich nicht nach Sonnenschein oder warum, aber der liegt für mich besser in der Kurve als der Golf und ist damit das bessere und sportlichere Auto. Und ich weiß nicht, wie sehr er das immer hinbekommt, aber das ist natürlich ein echter Genuss. Was ein echter Genuss sein soll und will, ist natürlich auch hier die Fahrprofile. Wir waren jetzt im Individual, jetzt schalten wir mal in Sport. Und was wir merken, Lenkung, die Federung wird härter, die Gasannahme wird härter bzw. direkter und wir haben auf einmal ein sehr sportliches Auto. Was ich jetzt mal mit euch mache, ist eine sehr ungewöhnliche Sache. Ich schalte in den N-Gang, um euch zu zeigen. Der klingt halt auch ganz schön geil, selbst im Stand und beim Fahren klingt der, finde ich, auch ganz gut. Aber jetzt werfen mir natürlich viele immer vor, ja Jan, du fährst nie Autobahn. Ich finde es ein bisschen langweilig, denn dieses Auto wird 221 km/h schnell. Ja, okay, das kann ich euch sagen, aber was ist der Mehrwert davon? Was wir jetzt mal machen, ist halt in den Komfortmodus zu schalten und da kann ich euch zeigen, oh, auf einmal wird die Lenkung weicher, hier seht ihr den Wendekreis, wird die Gasannahme ein bisschen zurückhaltender und die Federung ist deutlich komfortabler abgestimmt. So haben wir halt ein Langstreckenauto. Hier habt ihr die Rückfahrkamera gesehen, die in diesem Auto, finde ich, sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt fahren wir den mal und so können wir halt mega gut auch Langstrecke damit fahren. Auf der Autobahn haben wir alles für teilautonomes Fahren Level 2 drin. Das ist ein Spurhalteassistent, das ist ein Abstandsregeltempomat, der bis 210 funktioniert. Das ist natürlich ein toter Winkelwarner, eine Schildererkennung. Also den ganzen Schnickschnack, den der VW-Konzern hat und der einem das Fahren so wunderschön angenehm macht. Aber jetzt wäre ich ja nicht ich und ich kann es euch ehrlich gesagt auch nicht so gut verkaufen, wenn ich nicht den Sportmodus reinmachen würde, weil ich fahre einfach gern schnell. Und wenn man jetzt hier mal schneller in die Kurve fährt, dann muss man natürlich sagen, aktuell haben wir nur Frontantriebsautos, die man beim Leon bekommt, aber die funktionieren halt ganz gut. Ich würde sagen, in 99% der Fälle beim normalen Fahren auf der Straße merkt man das nicht. Was ich jetzt gemacht habe, ist natürlich sehr hochtourig zu fahren. Ja, dann heult der Motor ein bisschen auf. Beim Überholen in der Stadt kommt einem dann natürlich ja, dieser Boost dann von dem 48 Volt Bordnetz zugute. Das Lenkrad, tolle direkte Lenkung, tolle Federung. Hier auch dieser Quickshifter macht einen richtig guten Job. Über was wir dann sprechen wollen, ist natürlich ein bisschen den Verbrauch. 4,9 Liter, damit ist er angegeben. Und ich habe es tatsächlich, also tatsächlich geschafft, dass ich bei 5,6 Liter war beim Verbrauch. Wenn ich natürlich hier in unserem Fahrprofilschalter, wo haben wir es? Fahrzeug, Drive-Profil, hier den Eco-Modus reingemacht habe. Wie gut ist das? Ansonsten kann man ja alles zwischen dem angegebenen Verbrauch und 10 Liter brauchen. Aber das finde ich ein sehr gutes System, weil das Auto ist nicht zu schwer. Da brauche ich für die meisten User-Cases keinen Plug-in-Hybriden. Schade ist, dass es keinen Elektroantrieb gibt. Und wisst ihr was, jetzt halte ich mal kurz an. Ich muss in mich gehen. Ich freue mich tierisch auf die Cupra Leon-Variante, die jetzt nicht mehr Leon Cupra, sondern natürlich Cupra Leon heißt, eigene Marke. Weil dieses Ding ist als Plattform schon so gut.
Sprechen wir über das Fazit und die wichtigste Frage kommt jetzt natürlich zuerst. Ist der Seat Leon in die Jahre gekommen wie Fanta 4 oder ich? Nee, ist er natürlich nicht. Ganz im Ernst, er ist für mich immer noch der schönere, frischere, meine Mutter wird sagen, peppigere Golf. Er hat einen unfassbar modernen, konnektiven Innenraum. Wir haben mehr Platz auf der Rückbank, überraschenderweise mehr Platz im Kofferraum als beim Golf. Das ist ein tolles Auto, ne? Aber dann ist natürlich ein Kritikpunkt, den sich der VW-Konzernclan anhören muss. Audi A3, Seat Leon, Skoda Octavia oder auch Golf 8, die sind immer näher beieinander, die sind immer ähnlicher und das macht es halt auch schwieriger, die zu unterscheiden. Ich würde einfach sagen, wem der Golf 8 zu perfekt, vielleicht zu langweilig ist oder der Skoda Octavia zu nüchtern, rational tschechisch, für den ist das hier was und der sich halt auch gleichzeitig kein Audi A3 leisten kann. Und da sind wir schon bei einer ganz wichtigen Frage, denn im Leben geht es ja immer um die Monetas, ne? Dinero. Ja, und da ist natürlich die Frage, wo beginnt der jetzt hier? Und dann bin ich überrascht, denn ich habe mir das angeguckt, vielleicht wisst ihr es besser, aber habe geguckt, wo beginnt der neue Golf 8 inzwischen mit dem 90 PS, 3-Zylinder, 1 Liter Benziner? Ja, ich glaube bei 19.995 Euro, also knapp unter 20.000 Euro. Wo beginnt der Skoda Octavia? Bei 21.590 Euro, hat dann aber die 110 PS Variante von dem Motor. Wo beginnt der? Bei 21.560 Euro. Als hätte man sich abgesprochen, ne? Leicht runter, aber dann mit 90 PS Motor. Ja, will man dann den Audi A3, dann muss man aktuell mindestens, glaube ich, den 150 PS Vierzylinder Benziner nehmen. Ist dann bei 28.000 oder 27.900 Euro. Sowas ist also eine ganze Menge mehr Geld. So wie er hier steht jetzt, ist er wunderschön in der FR-Line mit dem DSG-Getriebe, hier mit der Mild-Hybridisierung. Perfekt, beginnt allerdings auch ja bei relativ knapp unter 30.000 Euro. Ich glaube, wir sind bei 29.760 Euro. Und dann haben wir ja noch eine ganze Menge Ausstattung drin, ne? Mit der Lackierung und den Extras, die ich euch teilweise aufgezählt habe. Und da kommen wir auf 36.060 Euro. Was jetzt euer Liebling ist und ob Fanta 4 noch cool ist, müsst ihr entscheiden. Was ihr nicht entscheiden müsst, ist eigentlich, ob ihr uns abonniert. Immer mich, ja, und unser ganzes Team findet ihr auf www.derautotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube, auf TikTok inzwischen. Und wenn ihr mich nicht für berufsjugendlich peinlich halten solltet, dann abonniert das gerne, macht die Glocke an. Das seid ihr umfangreich informiert von allem auf dem Automarkt, von allen Wettbewerbern. Ich bedanke mich für euch und bis bald.